Ja, das waren für euch Blue. Ben, sind wir noch nicht wieder aufgetaucht, der lässt sich ja schön mal so gehen. Kid Rock und Pamela Anderson sind wieder bei mir. Pamela, du hast in Amerika demnächst wieder eine neue Show, habe ich gehört. Stripperella, ist das richtig? Erzähl uns ein bisschen was darüber. Stripperella. Well, Stripperella is kind of like Cinderella, I guess. I was Cinderella at the ball the other night, opera ball. But this is, Stripperella is an exotic dancer at night and a superhero later at night. It's very silly. It's just a silly cartoon. Also, sie hat in Amerika demnächst eine neue Show. Ab Mai läuft die und es ist eine ziemlich verrückte Sache, so ein bisschen Cinderella-mäßig. Tagsüber eine Stripperin und nachts oder eine Tänzerin und nachts ein Superheld. Und alles ziemlich verworren und ziemlich tricky, ein bisschen Comic-mäßig. Ziemlich cool, sollten wir auf jeden Fall uns drauf freuen. Kid Rock. Spielst du vielleicht auch darin mit? Hast du auch Lust, Film zu machen oder Serien oder da mitzuspielen bei Stripperella? I play a character called Stiffy Woods and I did the theme song for it too, called Erotica. It's a stripper anthem. It will be. Ah, Kid Rock ist auch mit dabei, er spielt auch mit und er hat den Song dafür geschrieben. Gibt's noch mehr Sachen, die ihr zusammen machen wollt? Vielleicht nochmal einen großen Film zusammen oder so? Love. Love. Liebe machen wir zusammen. Ganz viel Liebe machen zusammen. Okay, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ja, es gibt ja in Amerika eine Show, die heißt American Idol. Es gibt in Deutschland eine ähnliche Show, die heißt Deutschland sucht den Superstar. Und dort gibt es eine Jury, die entscheidet dann, wer da teilnimmt, wie gut die Leute sind. Und mittlerweile dürfen die Zuschauer anrufen und entscheiden, wer weiterkommt. Würdet ihr auch bei sowas mitmachen? Maybe after a couple beers. Ja, nach ein paar Bieren könnt ihr sich überlegen, daran teilzunehmen. Einer der Juroren hier aus Deutschland, Deutschland zurückgebracht, hat auch eine eigene Band. Der ist auch ein Popstar, ist sehr, sehr bekannt. Er ist einer der meistverkauften Acts hier in Deutschland oder auch europaweit. Ganz, ganz viele Platten verkauft. Wir sind froh, dass er heute hier ist. Für euch gibt es ja auch, ihr seht ihn wahrscheinlich auch zum ersten Mal. Hier sind für euch Modern Talking. Und weiter geht's bei The Dough Nummer 25 aus München mit Pamela Anderson und Kid Rock. Schön, dass ihr hier seid. Ich hoffe, euch gefällt's auch. We're enjoying it. Love it. We just got here, but this is a lot of fun. Ja, wir sind gerade erst gekommen, sind gleich auf die Bühne und sie haben auf jeden Fall jede Menge Spaß. Das freut uns. Ihr habt ja auch Kinder. Hören die auch schon Musik? Sind die auch schon richtig in Musik drin? Well, his son listens to pop music. He went through a phase. He went through a phase, yeah. Britney Spears. He listens to pop music. He listens to NSYNC. Yeah, NSYNC. Well, because he's singing all the time. My kids are... I actually took him to see Britney Spears when he was about 5 years old. He's 9 now, and yeah, I kind of ducked behind the thing and let him check it out. My kids listen to, like, Lynyrd Skynyrd rock stuff. They like it. Also, Kid Rock Zone. Hat so eine Phase gehabt, wo er ein Sing-Toy fand. Mit 5 fand er Britney Spears ganz klasse. Pamelas Kinder hingegen stehen voll auf Rock. Das heißt, ihr müsst bald wieder nach Deutschland kommen zu The Dome. Dann könnt ihr eure Kids mitbringen. Dann können sie auch mal die Show hier genießen. Ihr könnt auch wieder dabei sein. Das würde uns sicherlich alle freuen, oder? Ja. Thank you. Thank you for having us. Ja, sie denken auf jeden Fall drüber nach. I want that disco ball. Euch gefällt die Kugel? That's pretty good. I like that. What do you think for the master unsere bedroom? Unsere Glitzerkugel, das heißt? I say. Yeah. I like that. Right above the bed. Exactly. Yes. Have our own little disco. Dieses Disco-Light könnten Sie sich gut für Ihre Schlafzimmer vorstellen. Wie groß ist euer Schlafzimmer? Oh, it's so big. It's huge. 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 Massive. Ich glaube, man sollte Rockstar werden, weil dann kann man sich ganz große Wohnzimmer essen, dann kann man sich übers Bett zur Disco-Kugel hängen. Keine schlechte Zimmer. Kid Rock, wie sieht es bei dir in der Tour aus? Wann kommst du mal nach Deutschland mit deiner Band? Possibly in the summer. Maybe this summer we're thinking about maybe bringing the kids over and doing a tour. And since Germany is probably our best market, we probably plan to play all over Germany. Kid Rock wird demnächst aber mit seiner Band nach Deutschland kommen. Er möchte so viel wie möglich hier spielen. Vielleicht im Sommer schafft er es. Er möchte überall spielen, vielleicht ein paar Festivals oder so. Wir würden uns freuen. Englische Musik, auch ganz cool. Ich meine Oasis, Blur, Rock. Wir kommen ja so zu Pop, so die Beatles haben da damals angefangen. Und sie sind richtig groß in Europa. Haben in England 3 Top-5-Singles nacheinander gehabt in einer Reihe. Richtig groß. Und ich glaube, die Halle ist auch schon richtig
freue dich, Sie gleich hier bei uns auf der Bühne zu sehen. Deswegen sage ich mal, herzlich willkommen, Atomic Kitten!